Ja, genau. Naja, dann geht's natürlich. Ja, das könnte sein. Ja, ne? Ja, mute. Mute klingt irgendwie nach leise. Seht ihr was? Ja? Passt? Ihr hört was. Sehr gut. Also hallo auch an YouTube. Wir sind jetzt live. genau, den Zuseherinnen, hi. Mein Name, den habe ich euch noch gar nicht verraten. Das hier am Foto bin ich. Ich heiße Marion. Man kennt mich eher unter meinem Usernamen Lady Venom. Hauptsächlich auf Instagram. Auf Twitter war der Name leider besetzt, also falls ihr tweeten wollt heute, dann müsst ihr mich unter Marion Vicenta suchen. Ja, was ist in den letzten 6 Monaten passiert? Thema, wie gesagt, noch einmal Instagram und Influencer-Marketing. Eins der großen Dinge war, der große Krieg Snapchat versus Instagram ist ausgebrochen. Was ist passiert? Snapchat hat ein Angebot von Instagram / von Facebook, Instagram gehört ja zu Facebook, abgelehnt 2013. Instagram wollte, oder Facebook wollte Snapchat kaufen um $3 Milliarden und Snapchat hat gesagt, danke, braucht man nicht. Es gibt jetzt Schätzungen, dass Snapchat deutlich mehr wert ist. Also es war unter Umständen die richtige Entscheidung. Unter Umständen aber auch nicht, weil Facebook hat es natürlich nicht auf sich sitzen lassen und hat seit 2013 schwer daran gewerkelt, eigene Tools zu implementieren, die Snapchat in irgendeiner Art und Weise kopieren. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch die Vorgänger benutzt haben von was jetzt Instagram Stories ist, Poke oder so. Also ich nicht, ich kannte es nicht. Die sind gelauncht worden 2013, 2014 und auch wieder eingegangen. Mit Instagram Stories ist ihnen jetzt wirklich etwas gelungen, was quasi eine Art Snapchat-Klon ist. Führt uns zu der Frage, warum machen die das überhaupt? Und da habe ich euch ein paar Zahlen mitgebracht. Nummer eins ist diese Statistik von PJC. Die machen eine Befragung bei Jugendlichen im halbjährlichen Rhythmus in Amerika. Befragen 6.500 im Schnitt 16-Jährige, was unter anderem auch ihre Lieblings-App oder ihre meistbenutzte App ist. Und da hat tatsächlich, hier seht ihr das, im Frühling 2016 Snapchat Instagram überholt. Und das war natürlich alarmierend für Instagram / für Facebook und die sich gedacht haben, gut, wenn Jugendliche sagen, die App ist mir lieber, dann haben wir ein Problem. Das zweite Problem ist die Usage Time, also die Zeit, die Jugendliche tatsächlich mit den Apps verbracht haben, ist für Instagram runtergegangen in den letzten Monaten. Der Pfeil, ne, rot nach unten, ist nie gut. Snapchat hat Instagram auch tatsächlich überholt in der Usage Time. Auch hier wieder, das ist eine Statistik, die beruht auf den tatsächlichen App-Analysen vom App Store von, jetzt in dem Fall jetzt iPhone, also iTunes App Store. Das dritte alarmierende, war dann dieses hier. Es gab Statistiken vom Jahr 2015, das habe ich euch, glaube ich, auch letztes Mal erzählt, dass Instagram so im Schnitt 21 Minuten täglich benutzt wird. Diese Zeiten, und das ist jetzt hier zum Teil auch für den europäischen Markt, hier zum Beispiel für Deutschland, sind gefallen. Bei Deutschland war es über 21 Minuten, was auf 24 ist es jetzt so auf 20. Aber in Australien zum Beispiel 15 Minuten, in Brasilien auf 12 Minuten. Also Instagram hat richtig Zeit eingebüßt und diese Zeit ist abgewandert zu Snapchat. Ich nehme mich da gar nicht aus, ich habe Snapchat dann auch recht intensiv benutzt und wenn man das einmal benutzt und so 30 Leuten folgt, dann weiß man, wie viel Zeit man braucht, um all ihre Stories anzuschauen, ja, um da wirklich up to date zu bleiben. Es gibt lustige Blogger in Deutschland, die snappen am Tag 1-2 Stunden. Also ich könnte tatsächlich wie mein Hauptabendprogramm damit verbringen, nur einer Person zuzuschauen, was sie tagsüber gemacht hat. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber um euch zu zeigen, wie viel Zeit da wirklich reinfließen kann. Ja, und all das hat zu Instagram Stories geführt. Wer von euch kennt denn das Feature, beziehungsweise hat es auch schon mal benutzt? 1, 2, 3, okay, also ist ein kleiner Teil. Dann erkläre ich kurz, was es ist. Es ist letztlich wirklich ein Klon von Snapchat. Also Instagram ist ja bekannt als Foto-Community zum Teilen von Fotos. Und mit Instagram Stories gibt es ein neues Feature, wo man quasi wie auf Snapchat kurze Videos, Einblicke in den Tag filmen kann, die sich nach 24 Stunden auch wieder auflösen. Dasselbe wie bei Snapchat. Letztlich wirklich ein Klon, eine 1:1 Kopie, beinhart für Snapchat wirklich, muss man letztlich sagen, ein Schlag ins Gesicht. Warum? Instagram hat gesagt, einer der Gründe ist, sie haben herausgefunden, dass Teenager 50% der Fotos, die sie auf Instagram posten, nachher wieder löschen. Warum machen die das? Sie machen das, weil sie bekommen haben, weil sie nach einem Tag gesehen haben, ich schaue vielleicht doch nicht so gut aus auf dem Foto, das ich da gestern gepostet habe. Also sie haben sich extrem stark gemessen an diesem sozialen Wert, der ihrem Foto beigemessen wurde. Wie viele Kommentare habe ich bekommen, wie viele Likes, gefällt es mir, will ich, dass das wirklich für immer da in meinem Stream auf Instagram behalten wird oder nicht? Und scheinbar bei der Hälfte der Fotos haben sie gesagt, nein. Das heißt, Instagram hat erkannt, sie müssen so wie Snapchat etwas machen, was nicht so langlebig ist. Etwas, was die Hemmschwelle senkt, dass man auch wirklich selber produziert
und was einen nicht einer sozialen Bewertung aussetzt. Sprich, es gibt hier keine Likes, es gibt hier keine Kommentare, es gibt keine Möglichkeit zu sagen, du schaust jetzt da blöd aus oder nicht, sondern ich habe es schnell hochgestellt, das ist nach einem Tag auch wieder weg. Was jetzt neu dazugekommen ist, vor ganz kurzem, ich glaube vor 2 Wochen erst, ist, dass man jetzt auch Leute taggen kann in seinen Instagram-Stories. Das ist etwas, was auf Snapchat nicht funktioniert. Also Instagram sagt, wir klonen jetzt Snapchat als Feature, aber wir entwickeln es weiter. Wir schauen, was können wir damit machen, damit es vielleicht andere Features, andere Mehrwerte enthält als Snapchat. Sprich, wenn ich jetzt mit einer zweiten Person zusammen mich snappe, gerade unterwegs, kann ich sie auch verlinken. Leute können da tatsächlich drauf klicken und sagen, ah, das ist jetzt die Nina in dem Fall, mit der er unterwegs ist. Ein ganz nettes Feature, ganz relevant für uns als Marke. Wenn wir jetzt als Marke sagen, wir arbeiten mit einem Instagram-Influencer zusammen, den laden wir auf ein Event von uns ein, der macht live ein paar Stories, er kann mich als Marke auch tatsächlich verlinken, sprich Traffic auf meinen Kanal bringen. Auch neu, Boomerang ist eine App, die Instagram separat lanciert hatte, mit der man kurze Videos machen kann, die wie eine kurze GIF-Animation sind. Sprich, er springt hier in die Luft und es geht dreimal so wie ein Hupfball, ja, hin und her. Ist wirklich ein lustiges Feature, war eine eigene App, die man runterladen musste. Instagram hat erkannt, der Trend, der uns wahrscheinlich auch allen bewusst ist, wir haben alle schon viel zu viele Apps auf unseren Handys und es nervt uns für jeden Mist, eine eigene App runterzuladen. Also haben sie das jetzt implementiert und integriert in Instagram Stories. Man kann jetzt einfach hier mit einem quasi Wischen von links nach rechts, von dem normalen Videomodus auf den Boomerang-Modus umsteigen und kann diese lustigen Boomerangs in seine Instagram-Stories posten. Also ganz ein witziges Feature. Was Instagram-Stories nicht hat, was Snapchat hat, sind die lustigen Filter, die Gesichtsfilter. Und das ist was, wo ich überzeugt bin, das dauert vielleicht noch 2-3 Monate maximal, dann haben wir das auf Instagram-Stories auch, weil das ist was, was alle vermissen und was Leute sogar dazu bringt, zuerst auf Snapchat sich zu filmen mit dem lustigen Filter, den Snap runterzuspeichern, was etwas mühsam ist, um ihn dann wieder auf Instagram Stories hochzuladen. Also Facebook hat auch ein Unternehmen gekauft, das diese Face Recognition Maschinerie quasi beherrscht. Also das wird nicht mehr lange dauern, bis das da auch kommt. Etwas, was Sie jetzt kürzlich erst angekündigt haben, was noch nicht aktiv ist für uns als Endverbraucher, ist die Möglichkeit, auf See More zu klicken. Sprich, hier unten sieht man da bei einer Instagram-Story See More, kann das nach oben wischen und hat dann eine Verlinkung zu einer Landingpage auf einer Webseite oder einem Facebook-Event, was auch immer. Also da werden dann alle möglichen weiterführenden Informationen möglich sein. Wenn wir als Marke anfangen oder als Unternehmen anfangen, solche Stories zu produzieren, ist das für uns super relevant zu sagen, okay, wir wollen den Leuten auch in irgendeiner Art und Weise einen Call to Action bieten, ne, dass sie nicht nur diese Stories schauen, sondern auch was tun. Dieses Tool wird dazu herangezogen. Red Bull Austria war einer der ersten, die es jetzt schon benutzt haben. Für ein Live-Event haben sie dann zu einer Landingpage weitergelinkt mit mehr weiterführenden Fotos und Videos von der Veranstaltung. Also da gibt es sicher noch viel mehr, was da herauszuholen ist in Zukunft. Dann hat L2, das ist ein Unternehmen, also wenn euch etwas liegt daran an Analysen zu Social Media und so weiter, ist L2 wirklich eine super Quelle für alle möglichen Reports und Analysen. Da gibt es jeden Tag neue spannende Fakten. Eine der Dinge, die sie gemacht haben im September, war, sie haben sich die New York Fashion Week angeschaut und haben die Marken analysiert, die tatsächlich auch gezeigt haben bei der New York Fashion Week, also alles Modemarken, und haben sich angeschaut, wer von denen verwendet Snapchat und wer von denen verwendet Instagram Stories. Sprich, 69% haben einen Snapchat-Kanal, 53% haben auch während der Fashion Week live darauf gesnappt. 100% haben einen Instagram-Kanal, den haben sie schon länger, weil sie es für Fotos benutzt haben, aber 57% haben auch schon Instagram-Stories benutzt. Jetzt muss man bedenken, Instagram-Stories wurde im August lanciert, im September war die Fashion Week. Also es hat nicht mal einen Monat gedauert, dass 57% dieser Marken dieses Tool benutzen, weil es so einfach ist, weil es einfach in der App schon da ist, sie eh schon den Account haben und sie schon die Follower haben. Das heißt, es hat innerhalb kürzester Zeit Snapchat überholt in dem. Es gibt aber auch Marken, die beides gemacht haben, ganz spannend. Tory Burch hat beide Kanäle bedient. Und nicht mit den gleichen Inhalten. Also das ist noch einmal eine Herausforderung. Das heißt, sie haben letztlich entweder 2 Handys oder 2 Mitarbeiter wirklich damit beauftragt, die beiden Kanäle zu befüllen. Warum? Instagram schaut optisch schon nach einem sehr, wie soll man das sagen, sehr eleganten Kanal aus. Also es ist nicht mehr ganz so Snapshot-mäßig wie Snapchat. Die Leute sind da gewohnt, eine Bildsprache, die schon ein bisschen professioneller ist, Fotos, die sehr gut bearbeitet sind. Und das hat Tory Burch erkannt und hat auch auf Instagram Stories ein bisschen hochqualitativeren Inhalt gemacht.
weil sie dort wahrscheinlich auch eine andere Zielgruppe haben als auf Snapchat. Auf Snapchat ist die Zielgruppe vielleicht noch ein Stückchen jünger als auf Instagram und noch mehr gewohnt, dass man eben eher lustige Sachen und Behind-the-Scenes-Sachen zeigt und nicht wirklich das inspirierende, schöne Material. Letztlich ist beides Backstage von der Fashion Show, also es ist eigentlich bei derselben Szene aufgenommen worden, aber letztlich dann im Content anders umgesetzt worden. Also auch hier muss man darauf achten, wer sitzt denn da eigentlich und wer schaut sich das an, wer ist da meine Zielgruppe bei den beiden Kanälen. Ja, also Face-Off, Snapchat versus Instagram Stories, vielleicht auch noch eine Pro- und Kontraliste so ein bisschen. Bei Snapchat hat man den Vorteil, man hat eine jüngere Zielgruppe, man ist vielleicht so ein bisschen eben noch dieser First Mover, hat den Charakter, man ist wo dabei, wo sonst noch niemand ist. Man hat den Nachteil, man hat noch keine bestehende Zielgruppe, also die meisten Unternehmen haben dort noch keine bestehende Zielgruppe. Auf Instagram haben sie vielleicht schon ein paar tausend Follower und die können sie eigentlich eins zu eins sofort in ihre Stories umsetzen. Auf Snapchat müssen sie sie erst rüberschaufeln, was ein bisschen mühsam ist, weil das heißt, die Leute müssen effektiv auf Snapchat den Usernamen eingeben und zwar genau richtig buchstabiert, nicht irgendwie die ersten paar Buchstaben, sondern sie müssen Tory Burch genau buchstabiert bis zum Ende eingetippt haben. Und es ist recht mühsam, Leute auf Snapchat zu kriegen, auf Instagram waren sie schon da. Wenn man sich dann die Zahlen anschaut, Snapchat vermeldet zuletzt 150 Millionen tägliche User und Instagram vermeldet 300 Millionen tägliche User und von diesen 300 schon 100 Millionen, die Instagram Stories benutzen. Also innerhalb von 2 Monaten haben die 100 Millionen User für Instagram Stories gewonnen. Snapchat gibt es seit 2011, also hat 5 Jahre gebraucht, um 150 Millionen tägliche User zu kriegen. Also da sieht man, dass es vielleicht für Snapchat doch nicht so die richtige Entscheidung war, diese 3 Milliarden Dollar abzulehnen. Also das könnte eventuell ein riskanter Faktor gewesen sein. Eine Zahl, die ich euch auch noch sagen will, diese 100 Millionen sind das Wachstum von Instagram, seit ich das letzte Mal da war. Da habe ich euch erzählt, Instagram hat 400 Millionen monatlich aktive User. Jetzt stehen wir bei 500 Millionen monatlich aktiven Usern. Also immer noch ein extremes Wachstum von Instagram als Plattform. In Österreich, ich weiß nicht, ob sich irgendwer von euch erinnert, die Zahl, die ich euch letztes Mal genannt habe, war von derselben Quelle, Social Media Radar, war im Mai 380.000 User und jetzt ist es 860.000 User. Das liegt nicht nur am Userwachstum, muss man aber auch dazu sagen. Die Messmethode war beides aus dem Facebook Ad Planner und im Mai gab es noch keine echte Instagram-Zahl, sondern nur ein Interesse an Instagram. Und jetzt ist Facebook so mit Instagram verknüpft, dass es jetzt eine echte Zahl gibt. Also meine Schätzung wäre, dass wir im Mai so bei 600.000, 700.000 User waren und jetzt sind wir bei 860.000. Also hier auch noch immer ein Riesenwachstum, auch in Österreich. Ja, das ist eine ganz spannende Statistik, die ich euch auch mitbringen wollte, um zu zeigen, was benutzen denn Werber, also Advertiser in Amerika, hier jetzt wieder, also auch für Österreich gibt es hier leider noch keine Zahlen. Also auf welchen, die Fragestellung war genau, auf welchen sozialen Netzwerken haben Sie im letzten Monat tatsächlich Werbegeld ausgegeben? Also nicht nur Content produziert, sondern auch richtig Geld ausgegeben. Facebook an erster Stelle, eh klar, immer noch die größte Plattform, auch in Österreich. Twitter ist in Amerika sehr wichtig, für Österreich nicht so relevant, ist in Österreich nie so angekommen wie im Massenmarkt in Amerika. Und Instagram an dritter Stelle, und da ist es, wo Snapchat wirklich ein Problem hat, bei der Werbemöglichkeit. Letztlich, als europäisches Unternehmen oder als österreichisches Unternehmen kann man im Moment auf Snapchat noch fast gar kein Geld ausgeben. Man kann sich einen Geofilter kaufen, wenn man sagt, wir wollten für heute, für diese Veranstaltung hier einen Geofilter kaufen, hätten wir hier dieses Gebiet abstecken können, nur diese Straße, nur den einen Tag buchen und das hätte uns vielleicht 3-4 Euro gekostet. Also das sieht man, da werden Sie nicht viel Geld damit verdienen. Natürlich planen Sie Snap Ads und es gibt schon ganz viele Formate und man sieht auch schon die ersten Tests in Amerika, aber für uns ist es noch nicht da. Und da ist Instagram natürlich durch die bestehende Werbeplattform, die sie haben mit Facebook, weit voraus. Und das zeigt auch, dass einer von 4 Marketeers sagt, dass sie im nächsten Jahr auf Instagram am meisten Werbegeld ausgeben wollen, also noch mehr als auf Facebook. Das Geld wandert da wirklich sehr schnell in diesen anderen Kanal hinüber. Warum brauchen wir alle Instagram-Ads und müssen Geld ausgeben? Weil Instagram ist böse und hat einen Algorithmus eingeführt. Früher war es so, man hat sein Instagram-Feed aufgemacht und alle Posts, die von allen den Leuten, denen ich gefolgt bin, waren einfach chronologisch untereinander gelistet. Ich habe einfach alles gesehen, so wie Facebook früher auch war. Facebook hat irgendwann einmal ein Problem gehabt, dass die User gesagt haben, das ist alles unrelevanter Content, das interessiert mich nicht und sind immer weniger auf Facebook gewesen. Und daraufhin hat Facebook diesen Algorithmus eingeführt und eine Art Relevanz-Ranking gemacht, damit die Leute in ihrem Newsfeed bleiben, damit sie nicht gelangweilt sind von den Inhalten. Zweiter Vorteil, den sie daraus haben, wenn nur mehr relevante Inhalte gezeigt werden, tut sich Content, der von Firmen gemacht wird, tendenziell ein bisschen schwieriger.
relevanter, was unser Freund postet, als was Nestle für eine neue Kaffeesorte gepostet hat, im Zweifelsfall. Ja. Das heißt, mit dieser Taktik schaffen sie es, dass Unternehmen Geld ausgeben müssen, um sichtbar zu sein, um überhaupt noch Reichweite zu kriegen. Dieselbe Taktik wenden sie jetzt auf Instagram an, wir können uns alle aufregen und ärgern. Sie sagen, wir verpassen sowieso 70% der Inhalte, egal ob es chronologisch ist oder mit einem Algorithmus sortiert. Also sehen wir doch lieber die 30%, die relevant sind, als die 30%, die zufällig gerade zuletzt gepostet wurden. Ganz lustig, eine Umfrage, die ein Journalist gemacht hat, der hat einmal rumgefragt bei seinen 700 Twitter-Followern, was ihnen besser gefällt. Über 88% sagen, das chronologische Instagram hat mir viel besser gefallen als das mit dem Algorithmus. Mir persönlich geht es auch so. Mir werden jetzt in Instagram ganz oben all die Posts angezeigt von Leuten, mit denen ich auch auf Facebook befreundet bin. Das sind ganz liebe Freunde von mir, die ich auch sehr gern mag, aber ihre Fotos finde ich auf Instagram eigentlich nicht so toll. Und ich folge eigentlich auf Instagram sehr bewusst auch Leuten, die ich nicht kenne, Fotografen, Leute, die eben sehr viel reisen, weil das ein Thema ist, das für mich relevant ist, mit denen ich aber nicht befreundet bin. Also Instagram hat versucht, mit dem Algorithmus für mich mehr Relevanz zu schaffen, aber hat es für mich nicht hundertprozentig geschafft. Und deswegen sind auch so viele Leute etwas sauer. Hilft aber nichts und ich kann die Hand dafür ins Feuer legen, dass das nicht abgeschafft wird. Also der Algorithmus wird nicht abgeschaltet und wir müssen uns damit abfinden, dass wir diesen Algorithmus beachten müssen. Gerne. Das war kurz bevor ich da war, ich glaube im Mai, ja, Mai oder Juni diesen Jahres. Natürlich ist der jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, ja, und da werden Sie weiter dran schrauben und Sie werden wahrscheinlich Faktoren mit einberechnen, die Sie jetzt noch gar nicht mit einberechnen und einfach sagen, okay, es stellt sich heraus, die Leute finden das doch nicht so toll, die Sachen von ihren Facebook-Freunden oben zu sehen. Probieren wir es doch mal mit Dingen, die zum Beispiel in den ersten 10 Minuten mehr Likes generiert haben als andere Posts oder solche Relevanzfaktoren. Also da wird sicher ewig dran rumgeschraubt und sie werden uns nie in die Karten schauen lassen, weil das ist der heilige Gral, ihr Algorithmus. Leider. Ja, das führt uns zu dem, was wir eben jetzt machen müssen. Wenn wir sichtbar sein wollen, müssen wir tatsächlich einfach Geld bei Instagram reinstopfen. Es tut weh, es ist so, wir werden Budgets shiften müssen, sprich das, was in Amerika jetzt schon passiert, dass Facebook durch Instagram überholt wird beim Adspend, wird hier über kurz oder lang auch passieren. Ich habe euch letztes Mal diese linke Grafik mitgebracht. Das war eine erste Studie über Instagram-Ads aus Amerika, die gezeigt hat, wie die TKPs, also die 1000 Kontaktpreise im Vergleich zwischen Instagram und Facebook sind, die Cost per Klicks zwischen Instagram und Facebook und die Click-Through-Rate. Und jetzt habe ich einmal eine neue Zahl rausgesucht aus einer aktuelleren, das was es halt gibt im Moment, von April 2016 Studie. Und jetzt zeigt sich, der Cost per Mille bei Instagram ist jetzt hier bei durchschnittlich $5, war hier durchschnittlich bei 11 Euro, also der ist deutlich gesunken. Warum ist das so? Instagram hat viel mehr Werbefläche freigegeben, sprich man kann jetzt viel mehr Reichweite generieren und die Reichweite ist nicht mehr so teuer. Das ist einmal die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, Instagram hatte 5% Click-Through-Rate noch hier, das war im November 2015, ist jetzt bei 0,4%. Warum ist das so? Instagram hatte früher die Möglichkeit, wenn man auf das Bild draufgeklickt hat, einfach auf das Bild selber, dass das schon der Link war und man weitergeleitet wurde zur Webseite. Hat dazu geführt, dass sehr viele Leute, die eigentlich das Bild nur liken wollten, unabsichtlich drauf geklickt haben, wurde gewertet als Klick, war aber eigentlich nie ein relevanter Klick. Jetzt funktioniert es nur mehr, indem man unter dem Bild auf den tatsächlichen Link, wo steht Learn More oder Buy Here oder was auch immer, auf diesen draufklickt. Das heißt, diese Klickrate ist eine viel realistischere und das ist auch eine gewollte und nicht eine unabsichtliche Klickrate. Also das Klassische, was wir früher bei Bannern gesehen haben, dass das Kreuzerl so blöd versteckt war, dass man unabsichtlich draufgeklickt hat, hat Instagram auch versucht am Anfang, blöde Idee. Jetzt sind sie zu der Erkenntnis gekommen, dass sie echte Klicks haben wollen. Das führt aber auch dazu, dass der CPC natürlich gestiegen ist. Also der Cost per Klick war damals hier bei 20 Cent, hat sich jetzt bei 1,40 $ eingependelt. Eine viel realistischere Zahl. Wir sind aber als Werber auch letztlich dazu bereit, mehr für einen Klick zu bezahlen, wenn der User auch wirklich klicken wollte und auch tatsächlich wissen will, was auf dieser Webseite dahinter passiert oder vielleicht sogar was kauft. Also die viel relevantere Kennzahl wäre letztlich der ROI, der Return on Investment, also wie viel Sales mache ich dann zum Beispiel aus den Klicks, die ich darüber generiert habe. Nur leider verrät uns das halt im Moment noch keiner. Also da gibt es keine Zahlen im Internet. Natürlich, Instagram postet selber auf ihrem Business-Blog, wenn euch das interessiert, sehr viele Cases, wo sie extrem tolle Zahlen präsentieren, aber nie, wie sie zu diesen Zahlen gekommen sind. Also deswegen präsentiere ich die jetzt ungern, weil ich nicht irgendwas präsentiere, wo ich nicht weiß, wie haben sie das überhaupt errechnet oder analysiert. Abgesehen davon, dass die Quelle natürlich mit Instagram jetzt nicht 100% glaubwürdig ist.
Was kommt als nächstes? 2017, so ein kurzer Ausblick. Das sind die sogenannten Shoppable Ads auf Instagram. Also man wird tatsächlich in der Zukunft in einem Foto sehen können, was ist diese Handtasche, wie heißt das Modell, was kostet sie, oder dieser Gürtel, was kostet der. Wenn man dann da draufklickt, kommt man auf eine Produktseite, die dann so aussehen kann, innerhalb des Instagram-Environments. Also man verlässt Instagram nicht, man ist noch immer in Instagram. Man muss die Produkte als Unternehmen wahrscheinlich über eine Schnittstelle und aus der eigenen Datenbank mit einpflegen, wenn man das nicht händisch machen will, was vielleicht etwas mühsam wäre. Vorteil, es ist für den User ein viel reibungsloserer Ablauf, sprich er ist weiterhin in Instagram drinnen. Wir wissen, wir klicken dann doch nicht so gerne auf den jetzt hier Shoppen-Link, weil wir nicht wissen, was uns dahinter erwartet. Nachteil für uns als Werber ist, der Mensch kommt viel später auf unsere Webseite. Sprich, wenn wir den retargeten wollen, wenn wir seine Daten haben wollen, dann erwischen wir ihn später. Instagram sammelt damit viel mehr Daten. Natürlich, wenn sie das Retargeting selber in ihrer Plattform anbieten und ja, schaffen sich so ein bisschen ein geschlossenes Universum. Also auch hier heißt es testen und schauen. Ja. Wenn wir das nutzen wollen, einfach ein Produkt einspielen und auf Instagram direkt, eines mit einem Website-Link und einfach schauen, was funktioniert besser, was hat am Schluss den besseren Return on Investment. Etwas, was auch eingeführt wurde in der Zwischenzeit, sind die Instagram Insights. Das heißt, es gibt endlich Analysen. Ich weiß nicht, hat irgendwer von euch einen Instagram Business Account? Nope, ich auch. Ja? Super, das heißt, du hast wahrscheinlich die Insights auch schon freigeschaltet bekommen, oder? Ja. Ich habe meinen Account nicht auf Business umgestellt und Instagram hat aber allen größeren Accounts die Insights freigeschaltet, so quasi als Service. Das heißt, ich habe die jetzt. Wie die ausschauen, ist einmal einerseits bei jedem Post, den ihr macht, könnt ihr auf Insights klicken und seht, wie viele Impressions habe ich erreicht, also wie oft wurde dieses Bild angesehen, wie viel Reach, von wie vielen Personen wurde es angesehen und wie viel Engagement habe ich drauf. Das hat man bis jetzt immer schon gesehen. Also das ist letztlich die Summe aus Likes und Kommentaren, die auch öffentlich sichtbar ist. Das kriegt man auf einen Blick zu jedem Post. Man kann dann aber auch in seinem eigenen Newsfeed rechts oben klicken und sich anschauen, wie viele Impressions habe ich insgesamt in der letzten Woche erreicht im Vergleich zur Vorwoche. Das heißt, mit allen Bildern, die ich in der Woche gepostet habe, sprich, poste ich 10 Bilder, habe ich wahrscheinlich mehr Impressions erreicht, als habe ich in der Vorwoche nur 5 Bilder gepostet. Also auch die Menge der Bilder ist da natürlich ein Faktor. Wenn man jetzt dann hier weiter swipen würde, dann würde man sehen, wie viel Reichweite habe ich in der letzten Woche gemacht, also wie viele Personen habe ich erreicht, auch wieder im Vergleich zur Vorwoche. Dann kann ich mir meine Top-Posts anschauen, also welches Foto hat am besten performt. Da gibt es alle möglichen Messmethoden, da kann man sagen, man rankt es auch nach wie viel Impressions, wie viel Reichweite, wie viel Engagement. Also auch hier kann man sich verschiedene Faktoren anschauen. Und dann ganz spannend, für mich zumindest war das sehr erkenntnisreich, wann sind meine Follower überhaupt online und aktiv? Ich habe früher immer um 9 Uhr in der Früh gepostet, weil da war ich am Weg ins Büro und da war in der U-Bahn und es ist sich gemütlich ausgegangen und ich war natürlich etwas später im Büro als die meisten Leute. Mein Chef war nie sehr glücklich darüber, aber ich konnte halt nicht vor 9:30 anfangen. Sprich, wenn ich gepostet habe, war überhaupt niemand online. Und dann habe ich gesehen, das ist jetzt bei mir nicht die richtige Grafik, bei mir ist sie hier oben, hat sie die Spitze. Also um 9, 8 am Abend, das ist meine Spitze, da sind am meisten Leute online. Es gilt für Montag bis Donnerstag, Freitag, Überraschung, Überraschung, sind die Leute früher online, weil da gehen sie früher aus dem Büro, also da kann ich schon um 16 Uhr posten. Ich habe einfach meinen Posting-Rhythmus umgestellt und das hilft mir jetzt letztlich, dass ich mehr Leute erreiche und das will ich am Schluss. Vor allem, nachdem der Algorithmus ja mein Posting irgendwohin rankt, will ich zumindest zu der Zeit da sein, wo die Leute auch aktiv sind. Und das Letzte, was man hier rechts sieht, ist eine Möglichkeit, ein Ad direkt aus Instagram zu buchen. Das habe ich nicht. Also ich habe nur die Insights bekommen, weil ich eben keinen Business-Account habe, kann ich keine Ads buchen. Da müsste ich jetzt echt mein Profil umstellen, könnte ich mit einem Klick machen. Ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, weil ich daran glaube, dass Instagram Business-Accounts noch mehr in der Reichweite einschränken wird als private Profile, weil sie natürlich bei Business sehen, sprich Geld. Deswegen warte ich da noch ein bisschen ab und ich sehe im Moment noch nicht die Notwendigkeit, meine eigenen Posts mit Geld zu pushen. Dazu bin ich halt einfach doch ein Einzelunternehmen und eine Einzelperson und kein Unternehmen mit großen Ad-Budgets. Irgendwann wird es vielleicht passieren oder irgendwann wird ein Kunde mir sagen, Marion, die Posts, die du gemacht hast, sind super, können wir da noch einmal 100 Euro Reichweite drauflegen? Und dann werden sie mich fragen, ob ich nicht meine eigenen Posts pushe und dann werde ich mir überlegen müssen, diesen Schritt zu setzen und auf einen Business-Account umzustellen.
Was man noch sieht, sind so ein paar soziodemografische Daten. Das sind jetzt tatsächlich meine. Ja. Ich habe ein bisschen mehr Frauen, also 59% Frauen versus 41% Männer. Der Großteil ist zwischen 18 und 24, direkt gefolgt von 25 bis 34, womit meine Follower so ein bisschen älter sind als der normale Schnitt von Instagram, was eh passt, weil ich bin auch ein bisschen älter als der normale Schnitt. Man kann sich dann für Männer und Frauen auch noch getrennt anschauen. Da habe ich dann herausgefunden, dass meine Männer etwas älter sind als die Frauen, die mir folgen. Warum auch immer. Dann die Top-Locations kann man nach Städten und Ländern anschauen. Bei Städten ist Wien Gott sei Dank ganz oben. Bangkok ist lustigerweise an zweiter Stelle. Da glaube ich, dass das sehr viele Bots sind, also sehr viele unechte Follower, die mir in den ersten 3-4 Jahren gefolgt sind. Also ich glaube, das sind gar keine richtig echten, aber ich werde sie nicht los, also sie sind leider da. Und dann, das haben wir eh schon gesehen, genau, die Grafik, wann sie auch wirklich online sind. Das kann man sich dann für jeden Tag einzeln anschauen. Also deswegen weiß ich auch, dass mein Freitag eben zum Beispiel früher beginnt als Montag bis Donnerstag. Noch was hat sich getan. Instagram will unbedingt, dass wir alle Videos pushen. Wir haben es schon vorher gehört im Vortrag, Videos werden den Großteil des Internet-Traffics in Zukunft ausmachen oder machen jetzt schon den Großteil des Internet-Traffics aus. Also das ist ein Trend, der nicht wegzudenken ist. Und Instagram versucht das natürlich mitzutragen und entwickelt sich von einer Fotoplattform, einer reinen, zu einer viel stärkeren Videoplattform. Nicht nur, indem man hier ist der meiste Platz für Video da. Das heißt, hier oben werden sogar Instagram Stories mittlerweile gefeatured. Das sind also Leute, denen ich nicht folge, die mir Instagram vorschlagen, deren Stories ich mir anschauen kann. Dann kommen riesig Videos. Hier kommen theoretisch Fotos, aber ihr seht, auch da schwindeln sie schon Videos rein. Auch in der Reichweite werden Videos bevorzugt. Also der Algorithmus ist in einer Art und Weise programmiert, dass er sagt, ein Video wird stärker gepusht in der Reichweite als ein Foto. Sie tun das alles, obwohl sie wissen, dass die Videos weniger Likes bekommen als die Fotos, aber sie wissen, sie können den Trend nicht verschlafen. Und deswegen letztlich belohnen sie jeden und jede Marke, die jetzt schon Videos verwendet. Und wenn man sich die großen amerikanischen Unternehmen anschaut, 50% der Posts sind mittlerweile Videos und nicht mehr Fotos. Also da geht was. Und dann noch ein kleines Feature. Instagram Drafts, ich finde das super, für Marken sicher auch sehr praktisch. Das heißt, man kann jetzt ein Foto vorbereiten, wenn man mal Zeit hat und muss es nicht sofort posten, sondern kann es sich abspeichern und später posten. Das schaut dann hier so aus. Aus den Drafts holt man sich dann das Foto, das ist fertig, schon mit Text, mit den Verlinkungen, mit allem drum und dran hergerichtet und ich kann es dann mit einem Klick einfach posten. Es gibt noch immer kein Scheduling, also was auf Facebook ja möglich ist, ist, ich sage, ich will, dass das am Freitag um 13.07 Uhr online geht. Das geht noch nicht, aber das ist der erste Schritt in die Richtung und gebt Instagram ein halbes Jahr und dann kann man da noch eine Uhrzeit und einen Tag eingeben, wo dieser Draft dann online geht. Also sehr praktisch. Ja, jetzt sind wir beim Thema Instagram durch. Kurz durchatmen. Influencer Marketing war ja das zweite Thema, für das ich eingeladen wurde. Und da wollte ich euch jetzt einfach, nachdem wir letztes Mal sehr viel über die Basics geredet haben und worauf muss man achten und was ist sinnvoll und nicht, euch einfach zwei Cases mitbringen, weil ich glaube, da sieht man eh immer am meisten. Ich habe ein Best Practice mitgebracht aus Deutschland. My Best Brands hat mit Cover PR, das ist eigentlich eine der renommiertesten Influencer-Agenturen Deutschlands, zusammengearbeitet. Und was sie gemacht haben, oder beziehungsweise jetzt schon das dritte oder vierte Mal, ist eine sogenannte Blogger-Workation, haben sie das genannt. Sprich, sie haben 6 von den größten deutschen Bloggern eingeladen nach Island für 2 Tage. Sie haben aber auch ein Kamerateam, ein Videoteam, Make-up-Artists und Hairstylisten eingeladen. Also es war eine richtige große Produktion. Warum machen die das? Influencer-Marketing geht von A bis Z und die Leute sind mittlerweile halt sehr verwöhnt und sehr anspruchsvoll. Das heißt, der 100. Post, ich glaube, ich habe euch die letzte Mal eh auch schon gezeigt, ja, die Mädels mit dem Weizenprotein-Shake, die sagen, der ist super und nächste Woche sagen sie dann, der ist super. Das funktioniert nicht mehr, ja, das bleibt nicht hängen, das hat überhaupt keine Relevanz, das ist inhaltlich fad und langweilig. Hier produzieren sie Content, der interessant ist, anspruchsvoll ist, inspirierend ist und den sie dann auf allen Kanälen spielen. Das heißt, die Blogger posten live aus Island, in Instagram Stories, auf Snapchat, auf Instagram natürlich auch Fotos davon. Sie haben aber ein Fototeam, das Behind-the-Scenes-Fotos macht, das sie bei My Best Brands auf der Website, auf einer eigenen Landingpage verwertet haben. Also man geht davon aus, dass Leute, die diesen Influencer folgen, interessiert sind. Das Videoteam war dabei, das heißt, sie haben auch ein Behind-the-Scenes-Video dann am Schluss gezeigt auf ihrer Webseite.
Die Blogger haben am Schluss auf ihren Blogs natürlich große Posts gemacht mit den fertigen Fotos, verlinkt wieder zu dieser Landingpage mit dem Behind-the-Scenes-Material. Auf der Landingpage, wenn man dann jetzt hier weiter scrollen würde, waren dann noch Interviews, weitere Fotos, dann war eine ganze Reihe Produkte. Das heißt, das, was die Mädels da getragen haben für die Shootings, das kann man letztlich jetzt kaufen bei My Best Brands, war dann da unten schon in einem Produktkatalog drinnen. Also hier werden die Leute dann abgeholt. Was ich jetzt nicht weiß, ich war jetzt selber in dem Projekt nicht involviert, aber ich gehe mal davon aus, dass sie auch Ads geschalten haben. Das heißt, sie haben am Schluss Fotos von diesen Shootings verwendet auf Facebook oder auf Instagram, die sie dann verlinkt haben, mehr Infos auf dieser Landingpage. Und so ist dann quasi ein ganzheitlich gedachtes Influencer-Marketing-Projekt mit interessanterem Content als nur hier mein Produkt und ein Foto und dann verschwindet es wieder im Nirvana. Also ein paar Guidelines, wie man das jetzt richtig macht. Vernetzt denken, habe ich eh schon gesagt, also mehrere Kanäle, ja, Influencer-Marketing nicht nur auf Instagram oder nicht nur auf Snapchat, sondern über mehrere Kanäle vernetzt denken. Und auch ganz wichtig, das Wort Strategie haben wir heute auch schon gehabt, in die Content-Strategie einbetten. Das heißt, wir haben jetzt Weihnachten vor der Tür, wir haben das große Weihnachtsthema sowieso schon auf der Webseite. Wie passt da ein Influencer-Marketing-Projekt dazu? Nicht einfach sagen, so, wir machen jetzt hier einen One-Shot, wir haben ein neues Produkt, wir schicken das Produkt an alle Influencer da draußen und die posten das, sondern sich überlegen, was ist die Geschichte dahinter, wie vernetze ich das mit meiner eh schon wahrscheinlich geplanten Weihnachtskampagne. Verwertung auf der eigenen Webseite habe ich schon genannt. Ja. Das heißt, alles, was man an zusätzlichem Content produzieren und gewinnen kann, sollte man auf der eigenen Webseite verwerten. Warum? Da wollen wir sie alle am Schluss hinhaben, weil da können sie was kaufen, da können wir ihre Profile sammeln, um sie nachher zu retargeten. Da wollen wir sie eigentlich hinhaben. Ja. Und das Mediabudget, was ich auch schon gesagt habe, im Idealfall gibt man nicht nur den Influencern Geld dafür, dass sie posten, sondern pusht dann auch noch Content über Ads eben auf Facebook oder vielleicht auch auf YouTube oder auf Snapchat, wenn es dann mal verfügbar ist und schaut, dass man für diesen eh schon produzierten Content auch möglichst viel Reichweite erreicht. Nichts ist blöder, als 10.000 Euro auszugeben und so viel kostet eine kleine, nette Influencer-Kampagne und dann am Schluss eigentlich eine verlorene Chance zu haben, weil man nicht noch 5.000 Euro ausgegeben hat für ein Mediabudget. Mhm. Ich tippe sogar auf 50.000 oder so, genau, ja, ja. Also das kostet mehr und das Kamerateam war auch schon vorab 5 Tage auf Island und hat da schon Material gesammelt, nicht nur die 2 Tage mit den Bloggern, also das kostet. Aber muss man analysieren und einfach sich anschauen, auch hier wieder Return on Investment, zahlt sich das aus oder nicht? Ich glaube grundsätzlich nicht mehr daran, dass es sich auszahlt, kleine Budgets aufs ganze Jahr verteilt zu haben und hier postet ein Blogger ein Foto und da ein Blogger ein Foto, sondern lieber 4 große Projekte, das Budget gebündelt einsetzen auf etwas, was mehr nachhaltigen Wert hat und mehr Content produziert und eine bessere Geschichte erzählt. Das wäre meine Empfehlung, wenn man wie immer limitierte Ressourcen hat. Also sagen wir, wir haben theoretisch 200.000 Euro im Jahr, lieber 4 mal 50.000 Euro als jedes Monat ein bisschen was und dann verpufft am Ende die Energie. 200.000 muss man auch erstmal haben, ja. Eh klar, ja. Ich meine, ist jetzt auch ein deutsches Beispiel, muss man auch dazu sagen, ja. Also wir wissen, der Markt 10-mal größer, die Budgets auch 10-mal größer, leider. Ich bringe euch ein österreichisches Beispiel, dann haben wir was leichter. Skoda, mit denen habe ich gerade eine Kampagne gemacht. Made for Austria ist ihr großes Kampagnenthema jetzt, ja. Also hier auch wieder vernetzt gedacht. Es gibt Fernsehsports, es gibt Radiosports, es gibt alles an klassischen Maßnahmen wie auch sonst. Nun haben sie beschlossen, einen Teil ihres Budgets auch für eine reine Instagram-Kampagne auszugeben. Was haben wir erfunden? So, ich hoffe, dass das am Link funktioniert. Dann kann ich euch kurz dieses Video zeigen. Nein, ich will es nicht teilen. So, abbrechen. Im Namen von Michael alles. Ja? Also.
Also wir haben eine Kooperation mit der Voestalpine gemacht. Man muss dazu wissen, die Voestalpine stellt Stahlteile her für Skoda. Also tatsächlich ist Made for Austria bei Skoda jetzt nicht nur der Claim für die Kampagne, sondern es wird auch, was in Österreich produziert, nicht die ganzen Autos, aber Teile zumindest. Und wir haben eine Gruppe Instagrammer, 15 an der Zahl, im Rahmen des Insta-Meets zur Voestalpine eingeladen, zu einer Behind-the-Scenes-Führung, was ein großer Kampf war, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Restriktionen die Voestalpine hat. Aber sie haben uns tatsächlich auch in die Werke geführt. Wir haben wirklich einen Blick hinter die Kulissen bekommen. Wir durften nicht überall fotografieren, aber Teile schon. Und damit wir dann auch was besonders Fotogenes oder Spezielles haben und um ein bisschen diesen Kontrast zu zeigen zwischen dem Handwerk und dem Industriellen bei der Voestalpine, haben wir dann noch diese Ballerinas eingeladen. Es gab eine Ballettvorführung. Das ist quasi auch eine Art Österreich-Thema, auf eine ganz andere Art und Weise. Und warum haben wir das gemacht? Das war der Kickoff für einen Fotocontest. Das heißt, diese 15 Leute haben live berichtet, schon mit dem Made for Austria Hashtag von einem Insta-Meet und haben dann am nächsten Tag jeder von den 15 Personen vertraglich vorher festgelegt, ein Foto gepostet auf Instagram und gesagt, jetzt geht der Fotocontest los, ihr könnt es alle mit Made for Austria posten. Es gibt auch einen Preis, es gibt eine Kamera zu gewinnen und mitmachen. Das Thema war Made for Austria ganz allgemein gehalten. Wir haben die Influencer dazu angehalten, es ein bisschen kreativ auszulegen und ein bisschen mit Klischees zu brechen, damit nicht nur die Klassiker kommen und Lederhosen und Kaiserschmarrn und Dirndl und ich weiß nicht was. Und es sind wirklich ganz tolle Fotos dabei entstanden. Und das ist der Stand von heute Mittag, glaube ich. Also 1800 Posts roundabout sind jetzt zu Made for Austria auf Instagram entstanden. Jetzt muss man sich überlegen, dass da wirklich 1800 Mal jemand gesessen ist, ein Foto gemacht hat, ein Foto auch editiert hat. Ich meine, man sieht zum Teil der qualitativ anspruchsvolle Content, der da auch passiert ist, sich mit der Marke Skoda auseinandergesetzt hat, das gepostet hat, Skoda drinnen verlinkt hat, den Made for Austria Hashtag benutzt hat. Also das ist ein Mehrwert, abgesehen davon, dass die alle noch zusätzlich Reichweite für uns generieren, für die wir sie nicht bezahlen. Und das ist vom Wert her unfassbar und das Budget, das dahinter steht, ist jetzt nicht so schockierend, wie ihr vielleicht alle glauben würdet. Ich kann es euch nicht sagen, es ist fünfstellig, ja? Also es ist über 9.999, aber es ist jetzt nicht in dem Rahmen, was wir vorher gehört haben. Also irgendwo dazwischen spielt sich's ab. Das wollte ich euch auch zeigen. Es gibt natürlich dann immer die Hoffnung, dass wenn man sowas macht, der Account dann auch gleich auf 100.000 Follower anwächst. Ist nicht realistisch. Ja? Skoda hat wir waren da am Anfang bei nicht ganz 2.000 Followern, im September ist es gestartet. Jetzt sind wir bei so 3.100 Followern, glaube ich, circa. Also das bringt was, wachstumsmäßig, aber jetzt nicht so, dass man glaubt, von einer Nacht auf die andere hat man da 20.000 neue Follower. Noch dazu muss man sagen, dass Skoda sehr treu bleibt zu seiner eigenen Bildsprache auf Instagram, sprich sehr viele Autos postet, was für die Kernzielgruppe total relevant ist. Jetzt haben wir eine sehr viel breitere Zielgruppe angesprochen, die wahrscheinlich nicht wegen den Autos alleine, ja, dem Account folgt. Also hier hätte man unter Umständen auch strategisch seinen eigenen Account vielleicht anpassen können und sagen, okay, für die Kampagnendauer zumindest machen wir mehr Reposts von dem Content, der da eh auch entsteht und weniger Autoposts. Ist in dem Fall jetzt nicht passiert, aber kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. Ja, wenn man jetzt sowas machen will, dann ist die erste Problematik, wie finde ich überhaupt jetzt passende Influencer? Und das ist jetzt so das letzte Thema, das ich mit euch kurz streifen will, weil wir das beim letzten Mal nicht so besprochen haben. Drei Möglichkeiten gibt es, die dritte mag ich nicht, aber ich nenne sie euch trotzdem. Also Nummer eins wäre eben eine Agentur beauftragen, Cover PR jetzt als Beispiel, das ich genannt habe. In Österreich, muss ich dazu sagen, ist das ein bisschen schwierig, weil es nicht so richtig gute, reine jetzt Influencer-Agenturen gibt, die sich darauf spezialisieren. Weiß, beziehungsweise jetzt Virtue und WADA versuchen das beide, haben das aber nicht als ihr Kernthema. Ja? Also die machen das halt on the side mit. Cover PR macht nur das, ja? Deswegen erwähne ich die immer, weil die in Deutschland nur Influencer-Marketing machen und das Thema einfach viel besser leben und verstehen können als eine Agentur, die das halt mitmacht. Ja? Zweite Variante ist die eigene Recherche im Unternehmen und das ist was, wo ich eher die Empfehlung drauf lege, weil ich nicht daran glaube, dass man einen Katalog an 40.000 Influencern braucht und es gibt Unternehmen, die sich damit brüsten, dass sie die größte Datenbank an Seeding und Influencern haben. Besser ist, man hat eine kleine, ausgewählte Gruppe, mit denen man wirklich im persönlichen Kontakt steht, mit denen man langfristig zusammenarbeitet, mit denen man auch gemeinsam in die Co-Kreation geht, also gemeinsam Kampagnen entwickelt und nicht die vor vollendete Tatsachen stellt und sagt, so, hier ist mein neuer L'Oreal-Lippenstift, der Hashtag ist Kiss Your Neighbor und du machst jetzt, oder ich, keine Ahnung, ja? Also lieber gemeinsam in die Kreation gehen. Das, was Skoda mit mir gemacht hat, ja? Also ich bin mit denen am Tisch gesessen, die haben mir nur gesagt, es kommt diese Made for Austria-Kampagne, was können wir machen? Und ich habe das gemeinsam mit ihnen entwickelt, ich habe selber auf meinem Account dann natürlich auch gespielt und letztlich die 15 Personen, die jetzt bei dem Insta-Meet waren und dann noch
Die 15 weiteren, die jetzt noch im Laufe der Kampagne posten und es weiter anteasern, kenne ich alle persönlich. Das heißt, ich weiß, die arbeiten professionell, die decken verschiedene Zielgruppen ab, die sind verlässlich, was die Timings betrifft und so weiter und so fort. Also das, sowas kann man nicht aus einer Datenbank rauslesen. Ja? Das kriegt man nur in einer im persönlichen Kontakt. Und das Dritte, was auch jetzt viel gemacht wird, ist so das Thema Casting. Und wir machen den öffentlichen Aufruf, sprich Otto Blogger Award. Leute, bewerbt euch doch bei uns. Letztlich wollen sie damit Reichweite generieren, die Leute für sie produzieren, ohne dass sie dafür bezahlt werden. Ich halte das mittlerweile für etwas inflationär verwendet und problematisch. Funktioniert nur, wenn der Anreiz wirklich groß genug ist. Also es gibt zum Beispiel dieses Beispiel der Best Jobbers, weiß nicht, ob ihr das kennt, die haben dann verlost ein Jahr Weltreise und auf der Insel leben und hier und da. Mit so einem Anreiz kriegt man die Leute dazu, sich auch, und zwar auch ordentliche Leute, ja, die ordentlichen Content produzieren, sich für sowas zu bewerben. Aber wie gesagt, sehe ich eher kritisch und muss man, wenn, dann sehr professionell machen, damit das nicht das Voting zum Beispiel manipuliert wird. Das war beim Otto Blogger Award das große Thema letztes Mal. Da gab es einfach zwei Blogger, die haben in irgendeiner Art und Weise es geschafft, dieses Voting zu knacken und hatten plötzlich von einer Nacht auf die anderen 1500 Votes mehr als alle anderen. Da kommt man dann als Unternehmen auch immer in die Erklärungsnot. Ja? Da muss man dann öffentlich sagen, so, wir haben jetzt diese Votes weggenommen, weil die waren unehrlich, nimmt man die jetzt ganz raus, dürfen die gar nicht mehr teilnehmen. Also es hat dann sehr schnell einen sehr negativen Beigeschmack. Und ja, die Gefahr, der muss man sich halt bewusst sein. Ja? Ich habe euch da noch ein paar andere Agenturen aufgelistet, falls das für euch interessant ist. Cover PR haben wir jetzt eh schon genannt. VisuMade und Brand New sind jetzt auch noch zwei deutsche Unternehmen. Beide mit Sitz in Berlin, mit ein bisschen unterschiedlichen Herangehensweisen. VisuMade ein bisschen ähnlich wie Cover PR, haben einen kleineren Katalog an ausgewählten Influencern. Brand New geht eher in die Richtung Datenbank. Sprich, wenn man auf deren Webseite geht, dann fragen sie auch gleich, bist du ein Influencer? Wenn ja, dann registrier dich hier. Also die versuchen wirklich aktiv Leute reinzukriegen und sind sehr zahlengetrieben. Also bei Brand New kriegen Leute einfach Kampagnen, weil sie fix 10.000 Likes produzieren. Und da wird nicht so sehr darauf geachtet, wie ist der persönliche Connex und wie ist der Inhalt. Ist der anspruchsvoll oder nicht, sondern geht es rein um Zahlen. Und Nisho Social Pictures, weiß nicht, ob das für euch so relevant ist, eine aus UK oder aus Amerika, eine Agentur. Also wenn man in den internationalen Markt geht, sind die zwei sicher sehr professionell und empfehlenswert. Wenn man jetzt in die eigene Recherche reingeht, dann könnte man sich auch überlegen, mit Kategorien zu arbeiten. Das ist jetzt was ich großen Konzernen empfehle, zu sagen, wenn man jetzt sagt, man will mit, keine Ahnung, 200 Influencern zusammenarbeiten dieses Jahr, was schon ein Riesenkatalog wäre, dann könnte man sagen, okay, mit 5 von denen mache ich richtig, wirklich große Kampagnen. Die setze ich ein, von mir aus sogar in meinen Social Media Commercials. Das heißt, ich hole die ins Studio und filme mit denen irgendwelche Tutorials. Oder ich mache mit denen richtige Ambassador-Programme und das ist jetzt L'Oreal und die bringen eine eigene Lippenstiftlinie mit einer dieser raus. Also das sind wirklich, das sind die Gold-Influencer, so habe ich die jetzt einmal genannt. Silber wäre dann quasi so der Mittelbau, mit denen mache ich meine Kampagnen, mit denen arbeite ich auch persönlich zusammen, die lade ich auch ein zu mir quasi ins Headquarter einmal zum Kennenlernen und mit denen entwickle ich auch gemeinsam Ideen. Und dann kann man noch sagen, wir brauchen aber das Sampling, wir brauchen diese Reichweite, wenn wir einen neuen Lippenstift lancieren, müssen wir einfach eine gewisse Menge an Leuten erreichen. Das heißt, wir hauen noch 150 in unseren Katalog von den Bronze oder wie auch immer, den kleinsten Influencern, die kriegen Event-Einladungen, die kriegen Samples zugeschickt, von mir aus auch mit persönlichen Notizen. Dann kann man einfach das Budget auch gezielter einsetzen, auf die verschiedenen Zielsetzungen gerichtet. Jo, das war's. Ich habe euch jetzt überladen mit Infos. Danke. Alles nehme ich. Ist das für euch überhaupt ein Thema? Arbeitet von euch irgendwer in einem Unternehmen oder hat Influencer Marketing als Thema auf sich am Tisch liegen oder ist das gar nicht so relevant? Mist garantieren kann etc., weil ich arbeite für eine Agentur und da haben wir die Problematik, dass wir schon auch gewisse Brands vermarkten, aber es ist halt fast keine Conversion da. Man muss sich im Vorfeld klar sein, was welcher Kanal leisten kann. Und wenn man jetzt wirklich sagt, man geht auf Instagram als Kanal, das ist kein Sales-Kanal bis jetzt. Auch wenn Sie daran arbeiten, jetzt diese E-Commerce-Ads vorzubereiten und so weiter, aber per se ist das ein Branding-Kanal. Das heißt, lieber die richtigen KPIs hinter die Kampagne setzen, sprich
Reichweite, wie viele Leute erreiche ich? Wie viel Engagement kriege ich? Das ist ein relevantes KPI. Ja? Wie viele Leute interessieren sich wirklich? Das interessiert mich nicht, der will einfach Conversion. Der will nur Sales. Kennst du zum Beispiel die Seite von Who, Where, What? Die einfach wirklich dieses das eine Feature, was du präsentiert hast, implementiert haben. Dieses, du klickst drauf und dann kommst du gleich zum Online-Shop etc. Ja, das geht auch schon so mit so Workarounds, mit Like to Know It und so auf Instagram, dass die Leute jetzt schon das so ein bisschen verwenden. Funktioniert eingeschränkt. Also es gibt Blogger, die verkaufen und die verkaufen richtig. Ja? Also wenn eine Bibi oder eine Dagi, ja, die zwei Beauty-Queens aus Deutschland, wenn die sagen, ich habe jetzt diesen Duschschaum hier entwickelt gemeinsam und der riecht nach Donuts oder was sie da gemacht hat, der ist ausverkauft am nächsten Tag. Ja? Also, Ja. Und das ist nicht die Einzige. Und wenn die zwei am Stephansplatz kommen zu Besuch, dann wissen wir auch, was passiert. Da muss die Polizei kommen und den Stephansplatz räumen, weil 45.000 6- bis 10-Jährige dort stehen und kreischen und in Ohnmacht fallen. Ja? Das heißt, es gibt so eine gewisse Gruppe, die funktioniert so. Und mit der kannst du auch tatsächlich eine Sales-Kampagne machen. Und kannst sagen, nur exklusiv am nächsten Tag und nur beim Pipa gibt es dieses Produkt und es kostet, ganz wichtig, nicht mehr als 10 Euro, weil diese Zielgruppe gibt auch nicht mehr aus für ein Produkt. Bist du jetzt aber die Lufthansa und willst die neue Business Class einführen, dann musst du ganz gezielt sagen, okay, mit denen arbeite ich nicht, das bringt mir gar nichts. Ja? Also auch hier, Sales ist nicht gleich Sales, muss man schauen, was funktioniert für den Kanal oder was nicht. Also Beauty Brands, Fashion Brands tun sich da noch am leichtesten, alles andere wird schon komplexer. Ja? Also wenn du jetzt sagst, du hast eine Beauty-Marke, die tatsächlich nur Sales getrieben Instagram und Influencer-Marketing machen will, dann kann man ruhig mit solchen großen Influencern zusammenarbeiten, wirkliche Verkaufsbotschaften setzen, also Call to Action ist das Keyword, wenn da kein Call to Action drin ist, hast du das Geld umsonst aus dem Fenster geblasen. Die Messbarkeit ist in dem Fall ganz einfach, weil in dem Fall haben sie nur an dem einen Tag, nur im Pipa, nur dieses Duschschaumprodukt verkauft und das können sie 1:1 messen. Vorigen Tag sind 0 verkauft worden, am nächsten Tag haben sie die Regale leer gehabt. Wenn du jetzt in E-Commerce gehst und zu Shops linkst und so weiter, dann musst du halt ein richtiges Targeting, richtiges Tracking draufsetzen. Dann kannst du es auch messen, wie viel Sales du gemacht hast. Was muss man sich echt für Fall zu Fall anschauen, wo zahlt sich's aus und wo nicht. Ne? Ja, das ist jetzt nicht so messbar, was die Conversion betrifft. Also du kannst ganz normale Parameter setzen, also im Moment musst du Parameter drauf auf die Links und dann kannst du es im Google Analytics nachher nachverfolgen, wer von Instagram kam. In Instagram selber kriegst du es nicht raus. Ja? Also das musst du auf deinem Ende, auf deiner Webseite messen. Aber letztlich die Parameter kann man innerhalb von 10 Sekunden an den Link dranhängen, ohne Komplexität. Dann hat man es. Sonst für euch Instagram ein Thema im Business-Alltag? Gar nicht? Aber man sieht, du fliegst gern. Das funktioniert auch auf Instagram sehr gut, weil es halt ein visueller Kanal ist und da tue ich mir auch leicht, das umzusetzen. Aber man muss trotzdem sagen, Fashion und Beauty sind die zwei Top-Themen auf Instagram, Fitness vielleicht noch. Also die drei Kategorien tun sich am leichtesten auf dem Kanal. Ich sehe das auch hier in Österreich, also ich habe immer wieder Anfragen von Kunden, die halt schwerfälligere Produkte haben, Dienstleistungen, Services, ja, also die tun sich einfach schwer. Wie setze ich eine Versicherung visuell auf Instagram um? Ja, geht's tricky, super tricky. Muss man wirklich sehr kreativ sein und ja, deswegen lege ich so viel Wert darauf, dass dann wirklich auch ein Konzept und eine Strategie dahinter ist und man sich auch wirklich im Storytelling was überlegt dahinter. Ja. Thema Video, das jetzt auf Instagram eben auch die Möglichkeit ist, wie hast du das für dich persönlich nächstes Jahr geplant? Also für mich persönlich? Auch im Anteil, Entschuldigung, zwischen Fotos, Videos, wie willst du das für dich machen? Oder? Also ich persönlich filme nicht, also ich kann das einfach nicht und ich weiß, dass ich es lernen muss. Also das ist auf jeden Fall mein Takeaway und wir machen jetzt, mein Mann und ich, wir kreisen eigentlich meistens gemeinsam immer schon Videos, die wir dann auf YouTube im Moment noch stellen, das heißt, die schneiden wir eher in Langformat. Wird eher dem gerecht, wie wir auch konsumieren. Wir sind eher so, dass wir sagen, wir wollen ein bisschen mehr Information, ein bisschen reichhaltigeren Inhalt, auch im Hinblick auf unsere Zielgruppe, eine ältere Zielgruppe, ein bisschen eine anspruchsvollere Zielgruppe. Und Instagram Stories verwende ich sowieso, das ist genau dieser Spaßfaktor, ja? Dieses, ich bin jetzt hier,
Das habe ich gemacht. Ich war zum Beispiel gestern im Heuer am Karlsplatz. Die haben ihre neue Cocktailkarte präsentiert. Da kann ich kein Foto machen, weil das passt nicht zu meinem Feed. Ja? Also das ist kein Travel-Thema. Es war im Dunkeln, es war drinnen. Also nichts, was ich normalerweise auf Instagram poste. Aber auf Stories kann ich das super umsetzen und kann dann auch darüber reden. Und das interessiert dann auch meine Follower zu sehen, was mache ich, wenn ich jetzt gerade nicht in LA bin. Weil ich bin halt auch in Wien zwischendurch. Ja? Also ja, aber man muss sich genau Gedanken machen, was mal wie bedient, und ich glaube, dass mein Travel-Content auch auf Instagram-Stories noch besser funktioniert als heuer am Karlsplatz Cocktails, aber ich kann es halt nicht jeden Tag machen. Also man muss auch schauen, was ist realistisch möglich. Deswegen ist es für Brands auch so relevant, sich Gedanken zu machen, kann ich den Kanal überhaupt bedienen, habe ich da überhaupt Inhalte dafür, habe ich Ressourcen, diesen Kanal mit Inhalt zu befüllen und mit Leben. Die Fashion-Brands tun sich leicht bei der Fashion-Show oder während den Fashion-Shows gibt es Content en masse und die Mitarbeiter sind eh alle vor Ort, ja, und da lässt sich leicht was produzieren. Die Frage ist, was passiert in der Woche danach, wenn sie alle wieder im Büro sitzen? Also da muss man schon sehr gut in der Planung sein, auch gute Content-Pläne machen, langfristige. Gut, dann sage ich danke euch allen für eure Aufmerksamkeit. Ja, wir machen jetzt wieder 10 Minuten Pause und dann kommt da für den heutigen Tag die letzte Vortrag. Unsere Speakerin macht sich schon bereit. Hallo!